Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit Mafia. Wir sollen Wie läuft das Geschäft, Tom? Saleri Sie wissen, läuft. Gut. Zum Pepes Restaurant bringen. Ich sehe jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Fahr mal bitte weiter hier. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Oh Junge, da läuft nicht mehr jemand die rüber. Auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Beim letzten Mal hatten wir eine Aufgabe bzw. eine Mission in der... Ich muss ganz kurz überlegen, in der Parkgarage. Jetzt habe ich es auch gefahren. Ich muss ganz kurz überlegen, ey. Ich habe das Video gerade aufgenommen und daran sieht man sich alles fallen ab. Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Kann ich mir vorstellen. Und beim letzten Mal, da waren wir wieder in der Zukunft oder beziehungsweise in dem Jetzt von 1938. Und da wurde gesagt, dass 1935, also wo wir jetzt gerade sind, erst, dass es richtig abging. So eine Art hat er das gesagt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so easy bleibt heute, sondern dass da echt noch was kommt. Aber mal gucken. Ich hoffe aber nicht, dass Pepes Restaurant jetzt noch so weit weg ist. Ja gut, geht. Und ich habe auch beim letzten Part gesagt, dass ich jetzt die sowas immer wegschneiden werde. Jetzt nicht, aber fürs nächste Mal, beziehungsweise wenn es dann soweit ist. Weil dann ist es auf jeden Fall spannender, glaube ich, für euch. Okay, so, jetzt sind wir auf jeden Fall gleich da. Hier nur noch einmal links. Ich glaube, da noch einmal rechts und dann sind wir da. Kann ich hier noch nicht? Da müssen wir rein. Ich freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ah. Oh, mehr Wein! Hey! Mehr Wein! Beeilung! Still! Sie werden den Wein lieben, Mister. Don Salieri! Willkommen, mein Freund! Willkommen! Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los! Unser Gast ist da! Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponada probieren. Ausgezeichnet. Bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich, bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl, ne? Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Was zur Hölle? Bastarde, verdammt schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell!
Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Sie werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Ja, ich würde sagen, das versuchen wir natürlich, ne? Ist hier irgendwo Heilung? Okay, wait, hier ist noch ein Plakat. Hier nirgendwo Heilung. Hier ist Heilung. Wo ist der Typ? Ach da. Oh Gott, das sind mehr. Wo sind denn die da alle? Ach, da oben ist auch noch einer. Okay, die haben wir. Oh mein Gott, plötzlich kommt da noch einer. Okay, wir sind erstmal fast wieder tot. Perfekt. Oh Gott. Ja, perfekt, sind tot. Ja, ich hab den da oben vorher nicht gesehen. Er hat halt schon sehr viel Schaden leider gemacht. Okay, jetzt nochmal. So. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz hier hinter. Und versuchen jetzt mal den hier, der hier links ist. Boah, das ist... Ich weiß jetzt nicht, ob das Video auch so hell ist. Aber es ist so hell. Im Video ist es meistens etwas dunkler. Okay, wait, da ist noch einer rechts. Ich weiß nicht genau wo. Ah, da. Wir haben wieder fast keine Munition hier. Nehmen wir die Schrotflinte, glaube ich, nochmal eher mit. Falls da jetzt gleich nochmal jemand kommt. Leider nichts. Gut, den haben wir. Da sind noch irgendwo zwei. Den haben wir. Einer ist da noch. Der ist, glaube ich, hinter dem Auto hier, ne? Hier. Den haben wir auch. Don Salieri! Boss! Alles sauber! Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss.
Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre Sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat Sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch darauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Okay. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Wo ist denn der Carlo da? Das muss Carlo gewesen sein, oder? Du kannst jetzt ganz Alter langsam machen. Seine Engel Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Das stimmt, mein ja. Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Hast du je gesehen, wie ich jemanden verprügelt habe, Tom? Passiert nicht oft, aber das wird was Besonderes. Okay, sind ja sogar gleich schon da, also soweit war es ja zum Glück nicht. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Oh Gott. Verdammt, was? Verdammter, Lisa, Penner! Verschwinde, lieber Kleine. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Bin etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Alter! Okay, dann haben wir doch jetzt hier schönes Wettrennen. Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Mann, ich bin ja echt ein Sprinter. Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Ich kann's erklären! Also wirklich, als ob ich nicht schneller laufen kann. Aber wie wartet er da vorne? Wie schön. Tommy, hör mir zu. Morello, er wollte meine Mutter töten. Ich musste es tun. Ich wurde gezwungen, Tommy. Bitte, ich kann's erklären. Ja, komm, wir müssen es tun, oder? Ich glaube, wir müssen es ja sowieso tun. Lebt er noch? Bin nicht sicher. Oha. Au, 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 out. Ja, okay, ich glaube, er ist tot. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich schätze mal. Jetzt wissen wir es. Hey, Sancho, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte, ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs. Hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der K9
Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh, Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey. Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Okay. Das heißt aber, es war wirklich anscheinend sein Mann. Wir stehen am Anfang von was Großem. Okay, triff dich mit Salieri im Obergeschoss. Dann machen wir es mal. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Okay. Ja, aber das ist jetzt wirklich schon sehr eskaliert gerade eben, ey. Aber um ehrlich zu sein, er wollte ja Krieg. Wir ja eigentlich nicht. Fuck, ich bin, glaube ich, gerade vorbeigelaufen, kann das sein? Ah, nee. Ich hätte, glaube ich, nur seitlich reingemusst. Ich hoffe, du bleibst anständig. Gehen wir mal rein. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Gilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinnie hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Gilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Gilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay.
Gilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind Sie Ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Okay. Gut, dann begeben wir uns erstmal zu den Dogs. Ich will jetzt mal ganz kurz schauen, was hier soll. Das ist. Hier waren wir auch noch nie. Ja gut, hier ist jetzt nicht so allzu viel. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Dogs, beziehungsweise fahren wir gleich. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal ein Auto. Man merkt ja wirklich, alle haben hier nur Waffen in der Hand, ey. Das ist ja echt heftig. Aber gut, natürlich könnte man jederzeit natürlich hier irgendwie. Könnte da jemand kommen? Komm, wir nehmen einfach mal das Ding. Und ich würde sagen, ich glaube, bis zu den Dogs. Ja gut, geht's eigentlich. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir bei den Dogs sind. So, wir sind da. Bei den Dogs. Komm, einfach mal hier. Und schauen jetzt einfach mal. Finde Sam, okay. Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden. Oh, hier ist eine Karte. Roberto Gilotti lädt sie ein zu einem prächtigen Geburtstagsfest an Bord der Lost Heaven Queen. Beginn 15 Uhr, Abfahrt 16 Uhr. Getränke und Essen 16 bis 19 Uhr. Rede und Feuerwerk 19 Uhr. Unterhaltung bis in die Nachtstunden. Kapitän William R. Porter und die Crew der Lost Heaven Queen bringen uns auf dem West River. Dann an Central Island vorbei und an die Luftträgerhöhen von Beach Hill. Sie können die malerische Aussicht auf die St. Paul Coast genießen, während wir auf das Feuerwerksboot zusteuern, die den Abend spektakulär ausklingen lassen. Er wird in der Stadt aufräumen und er schmeißt die besten. Okay. Also hier vorne ist auf jeden Fall jemand. Das ist aber doch das Sam. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Okay. Ah ja, hier ist noch ein Plakat. Stimmt hier, oder? Meint er das hier? Nee. Okay, hier ist auch nichts. Ah ja, hier. Oha. Sieht aber auch mal schick aus. Schick aus. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf die Lottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Finde ich auch. Also ich finde so, das sieht schick aus. Los jetzt. Okay. Die Party wartet. Dann versuchen wir mal reinzukommen. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert.
Ja, aber der hat mich gar nicht abgetastet. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gelotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geh durch alle Decks. Okay, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert sehr gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und kommentiert gerne mal, wie ihr das Ganze so findet, und ja, habt auf jeden Fall noch alle sehr schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.